Was darf es denn heute sein? Ich hätte... gerne etwas mehr... gewöhnlich schwere Kugeln. Mörser... Stärke der Rundkugeln. Das ist alles zu teuer. Puckelgewehrtrommel. Damit können... Ja. Also die Puckelgewehrtrommel ist noch ganz gut. Aber ich hätte gerne auch noch Breitseitenkanonen. Breitseitenkanonen wäre so ein Rumpfpanzerung und Breitseitenkanonen. Naja, ich muss mich erstmal damit zufrieden gehen. Vielen Dank für euer Vertrauen, Captain. Naja, gut. Dann ab zur nächsten Mission. Was? Wir kommen hier nicht hoch. Das Geben ist Tun doch nicht. Dass wir als gewöhnlicher... Ach ja, wir sind ja gar kein Assassine. Dass wir als gewöhnlicher Templer Treppen steigen müssen, um irgendwo hochzukommen. Das geht doch gar nicht. Das ist doch scheißele. Schwört ihr, die Grundregeln des Ordens zu wahren und unsere Werte zu ehren? Ich schwöre. Nie unsere Geheimnisse zu verraten, noch die wahre Natur unseres Schaffens? Ich schwöre. Und dies fortan bis in den Tod. Egal, was passiert? Ich schwöre. Ich kenne den Typen. Dann seid willkommen in unserer Mitte, Bruder. Ihr seid jetzt ein Templer. Herold einer neuen Welt. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Das ist der Vater von Connor. Ah, super, jetzt gehen die... Ach, ihr hört's gar nicht. Gut, jetzt gehen die Rollladen runter. Wie schön, ich hab meinen... Ich begreife, warum Sie so an Cormac interessiert sind. Ich habe mein Zeug genauso eingestellt, dass es nicht, dass man es nicht hört. Shay sah das wahre Antlitz der Welt und wählte seinen Weg entsprechend. Eine ähnliche Wahl steht auch Ihnen bevor. Wer hätte gedacht, dass Sie so weit kommen? Sie sind auf dem richtigen Weg. Fehlt immer noch der Zugriff auf die Server im Keller, aber einer ist ganz oben im Gebäude, neben Melanies Büro. Der nächste Halt. Gut, gut. Wir sind hier wohl für alles zuständig. Also wir sind top Assassinenjäger. Wir können Server reparieren. Und wir können uns in Gedanken rumwurschteln. Könnten Sie mal in mein Büro kommen? Wir müssen reden. Gut, gut. Ja, gibt's hier noch was Spannendes? Error. Und hier gibt's das erste ist Black Flag. Das da drüber ist Shiner. Das 3. Was haben wir denn hier noch so alles? Also. Wir brauchen den nächsten Serverstrohkopf. Ja, ist ja gut.
Ja, okay. Ich gehe mal zu Melanie. Was willst du denn, Melanie? Oder ist das Melanie? Dieses Büro gehört einem Mann namens Olivier Garneau. War mein Vorgänger als Chief Creative Officer bei Abstergo Entertainment. Otto Berg ist Vertreter von unserer Dach, Abstergo Industries. Er zeigt ihnen die wahre Geschichte der Welt, so wie einst mir. Olivier war nett, intelligent und liebte unsere Arbeit. Aber vor einem Jahr erblickte diese Wahrheit. Er wurde nie gefunden. Normal, wir bringen die Leute nicht so auf den neuesten Stand, aber sie haben gearbeitet und sich bewährt, also... Ich gewähre Level 2 Security-Zugang. Server dieser Etage liefern mehr von Chase Erinnerung. Ah ja, stimmt. Da kann ich jetzt leider nicht mehr mit meinem Wissen, mit meinem fundierten Wissen trotzen. Aber der Typ hier hat in Assassin's Creed 4 die Abteilung geleitet und irgendwas ist wohl mit ihm passiert. Ich glaube, hier Sean Hastings hat ihn umgebracht. Und danach wurde Sean Hastings getötet. Oder irgendwie sowas. Ja, ist ja gut. Verdammt nochmal. Legt euch ab. Guck mal, das Ding hat rote Segel. Genau wie mein Schiff. Ab in Level 2. Ach, das ist Level 3. Da müssen wir nicht hin. Schnurrt wie ein Dieselmotor. Warte mal. So. Wie? War doch ganz einfach. Kern repariert. François Macondal rettete Baptiste vor der Sklaverei und führte ihn in die sogenannte Bruderschaft ein. Macondal war ein grausamer Mentor. Und in seinem verzweifelten Versuch, Sklaven zu befreien, brach er sein eigenes Credo, indem er wahllos Adlige tötete. So fehlgeleitet sie auch sind, manche Assassinen sind ehrenhaft. Macondal zählte nicht dazu. Dank des berechnenden Genies von Madeleine de Lille statuierten die Templer ein Exempel an Macondal durch seine öffentliche Hinrichtung 1758. Sein erbärmliches Feigenblatt von Bruderschaft zerfiel rasch. Als sein Kamerad und Jugendfreund Agathe nach Louisiana floh, erkannte Baptiste die Sinnlosigkeit seines früheren Lebens in Macondals Bruderschaft. Madeleine sah Baptistes Potenzial und wies ihre Templer in New Orleans an, mit ihm ins Geschäft zu kommen. Wenn er Agathe herauslocken und töten könnte, würde er einen Platz im Templerorden erhalten. Obwohl Baptiste von der Assassinin Avaline de Grandpré getötet wurde, zeigt sein Weg klar die inhärente Überlegenheit der Templerideale über den Assassinenterror. Stimmt, Avaline. Avaline haben wir in Assassin's Creed Liberations HD gespielt, was auch auf diesem Kanal zu sehen ist. Ja, ist ja gut. Und zwar in Folge 16 Bürger E kann man das Ganze sehen, was wir gerade hier gesehen haben. Das weiß ich auch nur, weil das meistgeklickte Video auf diesem Kanal im Moment noch ist. Also das da kannte ich mich noch aus.
So, haben wir hier noch irgendwas rumliegen? Hä? Ja, keiner vergisst auch seine Tablets auf dem Klo. Warum ist mir ein Rätsel? Obwohl, man sieht ja nicht... Nee, man sieht doch nicht sein Handy in der Toilette aus der Hosentasche. Glaube ich zumindest. So. Ne? Jetzt geht der aber nicht durch. Da. Zack. Und jetzt können wir den... Nein. Ein nach da drücken und den... Genau. Hm. All die Geräte sind recht einfach, würde ich sagen. Das als Juno bekannte erste Zivilisationswesen erschien im großen Tempel in New York im Dezember 2012. Auch wenn sie kein körperliches Wesen mehr ist, existiert sie als digitales Bewusstsein irgendwo in der Abstergo-Cloud. Um ihre Ziele in der realen Welt zu erreichen, benutzte Juno zwei Typen von Menschen. Der erste ist ein anderes Vorläuferbewusstsein, das gelegentlich in einem menschlichen Körper erscheint. Diese Person ist gemeinhin als Weiser bekannt. Juno beherrscht auch eine Gruppe von Jüngern, Instrumente des ersten Willens genannt. Die glauben, die natürliche Rolle der Menschheit sei es, der ersten Zivilisation zu dienen. Abstergo benutzt derzeit den ersten Willen als einen preiswerten und bequemen Weg, Edensplitter und andere Relikte zu erhalten. Allerdings vermute ich, dass auch das Gegenteil stimmt, dass sie unsere Ressourcen verwenden, um Objekte zu finden, die ihren eigenen Zielen dienen. Ich traue ihnen nicht. Aber vorerst kann ich ihre Aktivitäten nur durch Da Costa beobachten lassen. Junos Motive sind unklar. Obwohl sie einen Versuch machte, ein körperliches Wesen zu werden, scheint sie als digitale Einheit wesentlich mächtiger. Agent Da Costa fürchtet, dass sollte die Menschheit je Einzigartigkeit erreichen, eine Fusion von Mensch und Maschine, Juno, unbezwingbar würde. Ironischerweise drängt Abstergo selbst die Zivilisation in diese Richtung. Gut. Also Juno hat versucht, ein digitales, ein menschliches Wesen zu werden. War das nicht die Geschichte, wo die versucht hat, Desmond zu begreifen oder so? Finding Sanctuary. Okay. Abstergo Messenger, der hängt wohl ein bisschen. Gut, hier kann man leider nichts mehr machen. Dann latschen wir jetzt mal ins Erdgeschoss, glaube ich. Erdgeschoss. Olli. Da gibt's nämlich auch noch irgendwo. Nicht schlecht, Strohkopf. Ich habe den nächsten Satz von Chefs Gedächtnis hochgeladen. Dankeschön. Sie dienen hier einer guten Sache. Selbst wenn Sie noch nicht wissen, was es ist. Komm raus hier. Ja. Ich weiß es noch nicht so ganz genau, ob das eine gute Sache hier so ist. Hm. Die habe ich alle schon gemacht. Ich langweile mich zu Tode. Aber Befehl ist Befehl und mein Befehl lautet, hier zu stehen. Da komme ich nicht dran vorbei, obwohl das Level 1 Clearance ist. Hm. Das ist Level 1. Hier war ich schon drinne. Da wollt. Natürlich fällt Kaffee runter. Ist hier noch irgendwo Level 1, Level 2? Da unten ist noch was. Und hier ist noch was. Ne, hier sind nur Toiletten.
Das ist Level 3. Gut, schade. Und... Ahahaha. Die vergessen aber ihre Tabletts überall, ne?